Hast du mir am Stand von Peter Adolf gesagt? Peter ist reingekommen, sieht seine Produktpalette. Deswegen mal schauen, der Wind hilft mir natürlich beim Blättern jetzt im Moment. Herr Josef, eigentlich war es ein Chat-Modell der ersten Stunde. Es war ja einer der ersten Semi-Scale-Chat-Modelle neben den Trainern, die wir so vor 15 oder 20 Jahren gesehen haben, weil eben ganz einfach die Maschine ein Schulterdecker ist, das heißt, ich kann sie zur Not ohne Fahrwerk starten und landen. Die Turbine sitzt oben auf dem Flügel drauf, kann also ohne die Triebwerksverkleidung sehr leicht eben gewartet werden, was in den früheren Tagen halt bei den ersten Turbinen schon der Fall war, dass man mal zeigen möchte. Und ja, wie gesagt, jetzt sehen wir sie wieder, die Salamander beim Peter Adolf als Neuheit. Und auch hier zu einem unheimlich fairen Preis kriegt man also einen sehr schön fliegenden Jet, der also auch noch Semiscale gehalten ist. Ja, Semiscale und zwar im Maßstab 1 zu 5. Das ergibt exakt eine Spannweite von 1,50 Meter bei einer Rumpflänge von 1,90 Meter. Leergewicht liegt bei 7,5 Kilo. In diesem Modell ist eine Beotech, eine J66 HP mit 80 Newton Schub eingebaut. Der Lieferumfang des Bauwerks ist ein GFK Rumpf, GFK Randböen, Styro Abachi Tragfläche, Flächen und Leitwerke. Und wie wir hier sehen können, hat dieses Modell sehr gutmütige Flugeigenschaften. Wer so in den Medien mal RC Network unterwegs ist, da gibt es immer sehr viel Diskussionsstoff über Schwerpunktangaben, dass so eine Heinkel-Salamander nicht unbedingt immer einfach zu fliegen sind, ist Peter Adolf belehrt uns hier eines Besseren, muss man sagen. Ja, also fliegt absolut fantastisch, ob langsam oder schnell. Der Start bei dem Seitenwind war also auch kein Problem. Ja, we're just discussing Peter's new aircraft, that's the Heinkel 162 Salamander. This was a crazy design back in World War II. Just at the end of the World War II, they tried to build a jet fighter mainly from wood, and it was planned that those pilots just get a short introduction, so they basically took, it was planned to take kind of a month of it didn't work at all. But anyhow, this plane was used in the beginning of our radio control thrust. So now Peter went this way back, the scale is 1x5, it's 1.5 meter wingspan. It's almost 2 meters long. It's easy to assemble. It's a composite fuselage, and the wing is made from foam and covered with wood. It's, as you can see, very, very maneuverable and easy to fly. And for an extreme low price, and it's good for a small engine. You can basically take a 60 or 80 engine. Actually, we have the Beotech J66HB in there. And the dry weight is 7.5 kilograms. Ja, auch hier ein Jetmodell mit einer außergewöhnlichen Optik sieht man nicht ganz so oft. Diese Kombination, ein geschultertes Triebwerk auf einer Rumpfrücken, Kombination zu diesem Doppelseitenruder hinten im Heck, der Flügel selber, so leichte V-Form, dann die Randbögen nochmal nach unten abgesetzt, ähnlich so verkehrt herumgebauten Winglets. Also eine interessante Konstruktion, die da seinerzeit, ich weiß gar nicht, oft zum Einsatz gekommen sind, die glaube ich nicht. Ne? Nee, es sind ganz wenige geflogen. Aber der Peter hat gezeigt, dass das Flugzeug doch durchaus sehr viel Potenzial hat und mit Sicherheit auch ein ganz klasse